Bauarbeiter Alexander Alvaro. Weil der Unfalllehrgang immer noch unklar ist, will die Polizei die Situation nachstellen. Die A1 wird daher ab 23 Uhr zwischen Burscheid und Leverkusen in Richtung Köln für 3 Stunden gesperrt. Dann ist deswegen noch die Bilder immer noch von Niederrhein, wo wir gelernt haben, eine Windhose, ein Tornado, das waren wirklich heftige Bilder. Wir hoffen, dass für alle Betroffenen der Tag oder der Abend zumindest alles etwas ruhiger wird. Ich hab gedacht, du hast jetzt nur ein bisschen. Ja, wir haben schon ein paar Mal darüber berichtet, glaube ich. Okay, jetzt können Sie gleich eine Lokalzeit zu sehen und heute Abend. Ah, Boomer! Was ist denn jetzt? Was ist jetzt? Die Luft, Herr Schratmann.